Wenn du jetzt 50, 60 oder sogar 70% im Minus bist, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ich habe dich gewarnt, ich habe schon auch minimum 2 Videos gemacht und sehr deutlich gesagt, was passieren könnte. Zum Beispiel, die Blase platzt und du verlierst alles. Schau dieses Video, bevor du in Krypto investierst. Oder ohne Riskmanagement verlierst du alles. Ja, das waren schon 2 wichtige Videos und da habe ich erklärt ungefähr, wie das funktioniert. Und wenn du einfach nur blind investierst, dann wirst du sehr viel Geld verlieren. So, und wenn du jetzt 50, 60 oder sogar 70% im Minus bist, dann schau dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Das ist sehr, sehr wichtig. So, es ist passiert. Ja, du hast als Beispiel jetzt minus 60%. So, was machst du jetzt? Jetzt hast du 2 Möglichkeiten, ja, 2 Entscheidungen. Jetzt musst du dich entscheiden. Du kannst entweder jetzt aufhören und sagen, das, was übergeblieben ist, das nehme ich mit und ich vergesse das Ganze, das Geld ist weg und ich werde nie wieder investieren. Ja? Vor der Entscheidung stand ich genauso 2018. Ja? Da, wo du jetzt stehst, stand ich 2018 und musste entscheiden, was mache ich jetzt? Entweder kann ich das mitnehmen, was ich jetzt noch habe, also fast gar nichts, oder ich beschäftige mich mit diesem Thema, ich lerne dazu, ich lerne alles über die Blockchain, über Bitcoin und so weiter und dann werde ich irgendwann Gewinne machen. Ja? Ich habe mich für die zweite Möglichkeit entschieden. Ich habe dann noch mehr gekauft, nachgekauft, also unten immer wieder nachgekauft, so dass mein Einstiegspreis weiter unten nach unten gefallen ist. Und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und habe verstanden, okay, Blockchain, Bitcoin, das ist wirklich eine geile Technologie, das kann sich entwickeln und ich sehe Bitcoin, also schon damals, bei über 100.000 Dollar. So, und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt 10.000 investiert, also diese 10.000, das ist halt ein Teil, das kann weg sein, ja, aber nach oben gibt es eigentlich keine Grenzen. Ja, du weißt ja nicht, wo Bitcoin in 10 oder 15 Jahren ist, das weißt du nicht und deswegen sind nach oben keine Grenzen. Ja, du kannst ein Teil verlieren, aber du kannst auch zum Beispiel das 10-fache, das 20-fache gewinnen und deswegen habe ich mich damals entschieden, bei Bitcoin zu bleiben und weiterhin zu investieren. Und heute hast du diese Entscheidung auch, ja? Und wenn du jetzt nur einfach schnelles Geld wolltest oder immer noch willst, dann bist du hier falsch. Dann vergiss es, zahl dein Geld aus und vergiss es und investiere nie wieder. Wenn du aber dich für die zweite Möglichkeit entschieden hast, dann schau dieses Video und in diesem Video wirst du auf jeden Fall was lernen. So, wie gesagt, ich habe schon 2 Videos gemacht zu diesem Thema. Schau das auch an. So, dann, was sehe ich? Was machen die Leute? Was machen die Wale? Hier ist die Seite, hier kannst du drauf gehen und einfach mal schauen, was machen denn sehr, sehr große Bitcoin-Holder? Was machen die? Bauen die auf oder bauen die ab? Verkaufen die oder kaufen die täglich Bitcoins? Schau einfach mal selber mal nach. Die kaufen täglich 1000 Bitcoins, 2000 Bitcoins, 500 Bitcoins. Also die kaufen jetzt wie verrückt. Ja? Jetzt, wo so eine große Angst herrscht, kaufen die Leute, also die 100 reichsten Adressen. Die kaufen wie verrückt. So, dann musst du bestimmte Regeln beachten. Das sind zum Beispiel, du verstehst, was die Blockchain ist und du verstehst, was Bitcoin ist. Und du weißt, wo sind wir denn gerade jetzt mit Bitcoin und allgemein mit dem ganzen Kryptomarkt. So, Nummer 2, Bitcoin ist zyklisch. Ich werde gleich erklären, was das ist. Du hast freies Geld, das heißt, das Geld, was du investierst, das musst du schon mal abschreiben. Das, was du investiert hast, das ist weg. Ja? Das ist dein freies Geld. Wenn das weg ist, dann tut dir das nicht weh. Das ist wichtig. So, dann Nummer 4 ist, du hast eine Einkommensquelle. Das heißt, du hast Gehalt oder Einkommensquellen, wo du jeden Monat bestimmte Summe investieren kannst. Wichtig, extrem wichtig. So, und Nummer 5, eigentlich das Wichtigste, du denkst langfristig. Das habe ich schon 1000-mal gesagt, hier gibt es kein schnelles Geld. Wenn du hier investierst, dann solltest du Minimum 4 Jahre mitbringen, am besten 10 und wie Michael Saylor sagt, also am besten gar nicht verkaufen, ja? 4 Jahre, 10 Jahre oder gar nicht verkaufen, das ist das Beste. So, das waren die 5 Regeln und jetzt werde ich auf diese 5 Regeln weiter eingehen. So, du musst verstehen, was ist die Blockchain, ja? Was sind die Coins, was ist das? Nur so jetzt paar Begriffe. Blockchain, wie funktioniert das? Was ist ein Block? Wie lange dauert es, bis ein Block gemeint ist? So, was sind die Bitcoin-Adressen? Wieso gibt es Adressen mit 1, 3 oder BC1? Wo ist der Unterschied?
Wie unterscheiden sich die Gebühren? Was passiert, wenn du Bitcoin überweist? Was passiert da ganz genau? Wer bestätigt denn deine Transaktion? Wieso dauert diese Transaktion ein paar Minuten? Und du zahlst eine Gebühr bei Bitcoin-Überweisung. Wer bekommt diese Gebühr? Was passiert damit? Wie kannst du Bitcoin aufbewahren? Was sind Hot Wallets? Was sind kalte Wallets? Wenn du deine Bitcoins auf der Wallet hältst, was ist auf der Wallet? Sind da die Coins, deine Bitcoins? Oder sind die doch auf der Blockchain? Und wenn die auf der Blockchain sind, was ist dann auf der Wallet? Ja, das sind so Fragen, das muss man wissen, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst und auch investierst. Warren Buffett sagt ja auch, investiere niemals in das, was du nicht verstehst. Investiere dein Geld nur in das, was du verstehst. Klar, Blockchain, Bitcoin, das ist sehr, sehr kompliziert. Aber selbst wenn du nur 10% verstehst, dann bist du schon viel, viel besser als der Rest. Ja, und dann investierst du in das, was du verstehst. Das ist viel, viel besser. Dann bist du auch viel entspannter, wenn es mal tiefer geht, weil dann weißt du ganz genau, ich kann jetzt noch besser einkaufen, mein Durchschnittspreis sinkt und langfristig werde ich sehr, sehr gute Profite machen. So, dann, wie kann man deine Coins absichern? Stichpunkt BIP 39. Was ist das? Wie kann man sowas einrichten? Wie kann man sowas, was ist das überhaupt, ne? Weißt du das? So, und was sind zum Beispiel Private Keys und Public Keys? Wie funktioniert das? Wie hängt das zusammen? Ja, sowas muss man wissen. Deswegen, wenn du schon in Bitcoin investierst und jetzt haben wir so eine Zeit, wo nicht viel passiert, wir machen jetzt keine Gewinne und so weiter, nutz jetzt die Zeit, schau dir ein paar Videos, lies Bücher über Bitcoin, über die Blockchain und ich schwöre dir, das ist echt eine heftige Technologie, die sich auf jeden Fall weiterentwickeln wird. Ja, und das, wenn du schon investierst, dann musst du auch wissen, in was du investierst. Wirklich, Tipp 1. So, machen wir mal weiter. Und dann musst du noch wissen, wo sind wir jetzt überhaupt? Wo stehen wir denn jetzt gerade aktuell? Hier ist eine Seite und hier siehst du zum Beispiel Gold. Wir haben jetzt 11 Trillionen Dollar in Gold. Und Bitcoin ist hier unten auf Platz 10 bei 580 Billionen. Also ist es auf jeden Fall noch Platz nach oben. Und wenn du das hier anschaust, Companies, also Unternehmen, 86 Trillionen, ETFs 6,2 und der ganze Kryptomarkt, also Bitcoin und der Rest 1,4. Das ist doch nicht viel, das ist gar nichts. Und wo stehen wir jetzt? Ungefähr so kann man sich das grafisch vorstellen. Das ist Bitcoin, der kleine Punkt. Das ist der ganze Kryptomarkt, das ist Amazon. Also ein Unternehmen ist schon viel, viel größer als Bitcoin. Das ist der Dollar, Gold, Aktien und so weiter. Ne? Also du siehst im Vergleich dazu, wie klein und winzig noch Bitcoin ist. Und das muss man auch wissen. Bitcoin oder die ganze Blockchain-Technologie kann man auch mit Internetnutzung vergleichen. Hier ist eine Grafik und hier siehst du Internetnutzung von 2000 bis heute. Und das ist die Blockchain-Nutzung von 2009 bis jetzt. Wie war das? So, und damals, also ich weiß ja nicht, wann du geboren wurdest, aber damals war das so, Internet, was ist das? Man braucht das nicht, so irgendwelche E-Mails schicken? Nee, das ist nur für Freaks. Das wird sowieso keiner nutzen. Online-Shops? Nee, das wollen wir gar nicht haben. Ich will die Sachen anfassen, ich will die anprobieren. Ja, Online-Shops, das setzt sich gar nicht durch. Und so ähnlich ist das jetzt auch mit der Blockchain. Wir sind noch ganz, ganz am Anfang und in den nächsten 10 Jahren oder 15 Jahren, 20 Jahren, das wird sich so krass entwickeln. Ja, wirklich, wir sind jetzt noch ganz, ganz am Anfang. Dann, so Bitcoin ist zyklisch. Was heißt das? Wenn du Bitcoin schon länger verfolgst, dann weißt du, seit 2009 gibt es Bitcoin, dann ist es nach oben geschossen, dann wieder runtergefallen, wieder nach oben geschossen, wieder runtergefallen, nach oben geschossen und so weiter. Ja, das ist ein Zyklus. So, was können wir hier noch sehen? Du siehst, wir haben hier zwei Linien. Einmal eine rote und einmal eine grüne Linie. So, ich bin ungefähr hier eingestiegen. Nein, das ist falsch. Hier bin ich eingestiegen. So, ungefähr ziemlich mittig bei 5000 Dollar. So. Wenn wir über der roten Linie ist, dann ist das ein Hype und man sollte auf jeden Fall verkaufen oder einen Teil rausnehmen. Wenn wir auf der grünen Linie sind, dann sind das sehr, sehr geile Einkaufspreise. Du siehst ja, wie selten wir auf der Linie oder unter der grünen Linie waren. Einmal 2012, einmal 2015 und einmal hier 2019 und hier im Corona-Dump auch ganz, ganz kurz. Unter der grünen Linie. So, und wo sind wir jetzt? Wie du hier sehen kannst, wir sind kurz unter der grünen Linie.
So, das heißt, Bitcoin hat auf jeden Fall langfristig einen Aufwärtstrend. Wir gehen nach oben. So, und das ist ein Zyklus. Wir sind nach oben geschossen, runtergefallen, nach oben geschossen, runtergefallen, nach oben geschossen, runtergefallen. So, und wie du hier sehen kannst, diese 64.000 und die 69.000, das war kein Hype. Das habe ich im letzten Video auch schon gesagt, das war kein Hype. Da sieht man auch an Google Trends. Wenn wir über der roten Linie sind, ja, dann sollte man verkaufen, dann ist das ein Hype. Jeder redet über Bitcoin, Bitcoin ist überall in den Medien, Nachrichten, Radio, überall. Hier hatten wir das nicht und deswegen habe ich hier auch nichts verkauft. Mein Ziel sind nach wie vor über 100.000. Erst dann werde ich überlegen, wirklich überlegen, ob ich vielleicht 10 oder 20% verkaufen werde von meiner Bitcoin-Position. Aber wie du hier sehen kannst, dass wir auf der grünen Linie sind, das passiert so, so selten. Und jetzt, also wenn du wirklich noch nichts gekauft hast, dann solltest du vielleicht jetzt anfangen, langsam zu kaufen. Wie man kauft, dazu habe ich auch schon mehrere Videos gemacht. Wie gesagt, langfristig geht es nach oben. Grün kaufen, rot verkaufen, super einfach. Eigentlich brauchst du nichts mehr als nur diese Grafik. So, dann, wenn du zum Beispiel nur einen Punkt hast, dann kannst du die Linien anlegen, wie du willst. Ja, du kannst Unmengen an Linien zeichnen. Wenn du zwei Punkte hast, dann kannst du eine Linie ziehen. Und je mehr Punkte du hast, desto sicherer ist halt diese Linie. So, und wenn wir die ganzen Lows hier mit der Linie verbinden und die ganzen Highers auch verbinden mit der Linie, dann entsteht so ein Kanal von Bitcoin. Ja? Und selbst hier unten konnten wir schon sagen, dass der nächste Boden ungefähr bei 30.000, also zwischen 20.000 und 30.000 Dollar sein wird. Hier hat das noch gar keiner geglaubt. Wir waren bei 6.000, dann sind wir im Corona-Dump auf 3.000 gefallen und das hat keiner geglaubt, dass wir in ein paar Jahren den Boden zwischen 20.000 und 30.000 Dollar sehen werden. Ja? Das hat keiner geglaubt. Und wenn man das noch weiterzieht, dann siehst du auch, dass der Trend auf jeden Fall nach oben geht. Und jetzt sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Möglichkeiten und Chancen zu kaufen. Wie du siehst, wir sind überall unten. So, und wie du das hier auch sehen kannst, hier sind wir ausgebrochen, hier sind wir ausgebrochen, hier sind wir ausgebrochen und irgendwann brechen wir auch hier aus der roten Linie. Und die rote Linie ist momentan auf 176.000 Dollar. Wir schauen uns das mal an. Wir können ja einmal rauszoomen und schauen, was passiert. Das ist ja das, was ich schon meinte. Du kannst nur einen Teil verlieren. Ja, deine Investition, das kannst du verlieren. Ja, wenn jetzt Bitcoin scam geht auf 1 Dollar oder auf 0, dann verlierst du alles. Ja, du hast einen Teil verloren. Aber diese rote Linie ist jetzt bei 176.000. Das heißt, wir haben ein Risiko-Gewinn-Verhältnis von 4,8, also fast 5. Das heißt, du investierst einen Teil, kannst aber 5 Teile gewinnen. Lohnt sich das? Ich finde schon, ja. Also für mich ist das ein sehr gutes Risikomanagement, also Risiko-Gewinn-Verhältnis und ich investiere in Bitcoin, weil ich kann nur einen Teil verlieren, ich kann aber 5 Teile gewinnen. Das ist für mich eine sehr gute Investition, ja. Wann das so sein wird, weiß keiner. Aber es kann passieren. Es kann definitiv passieren. Und deswegen lern irgendwas über Bitcoin, schau dir Kurse an, schau Videos an, lies Bücher über Bitcoin und die Blockchain. Das ist so, so interessant. Und wir leben in so einer Zeit, wo man das eigentlich wissen muss. Ja, wirklich. So, und wenn du dich für die zweite Möglichkeit entschieden hast, dass du weiterhin investieren möchtest, dann musst du nur das Geld investieren, was du bereit bist zu verlieren. Das habe ich auch schon 1000 Mal gesagt und sage nochmal 1000 Mal, bis du das verstanden hast. Investiere nur das Geld, was du bereit bist zu verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Am besten machst du das jeden Monat. Du hast eine Einkommensquelle und du hast freies Geld. Das heißt, als Beispiel, du hast nur 200 Euro über jeden Monat und du kaufst jeden Monat Coins. Selbst wenn du hier oben eingestiegen bist, als Beispiel, du kaufst hier, 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 du kaufst überall. Und wenn wir dann nach oben gehen, wirst du schon riesen Profite machen. So wie hier zum Beispiel. Ja, du hast hier gekauft, du hast den ganzen Wachstum gekauft, du hast hier den ganzen Fall gekauft und hier deine durchschnittliche Position ist irgendwo hier unten
und wenn das nach oben geht, dann machst du überproportional Gewinne. Du brauchst nur eine Strategie und diese 5 Punkte, die ich dir genannt habe. Investiere nur freies Geld. Und wenn du investieren möchtest, dann ist jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Klar, es kann noch weiter gehen. Also Altcoins korrigieren im Schnitt zwischen 70 und 99% in einem Bärenmarkt. Selbst Ethereum, das ist ja Top 1 Altcoin, der hat im letzten Zyklus 94% korrigiert. 94%, Top 1 Altcoin. So, und was willst du dann von den restlichen Altcoins? Die können wirklich bis zu 99% korrigieren. Dash zum Beispiel, der ist wirklich am Boden und ich baue meine Position weiterhin auf. Ich glaube an Dash und irgendwann wird es durch die Decke gehen. Wann das ist, weiß keiner. Aber jetzt sind wirklich, wirklich gute Preise. Guck dir das mal an. Litecoin minus knapp 90%, Solana minus 84%, NIR minus 73%, DOT minus 85%, CRO minus 80%, VeChain minus 91%, Chromia, wo sind wir jetzt? Der, guck mal, wir waren noch tiefer, minus 90%, Zgraph minus 94%. Wir sind jetzt wirklich am Boden, wirklich am Boden. Und wenn man jetzt hier die ganze Zeit gekauft hat und hier nochmal kauft, du kaufst ja jeden Monat für das gleiche Geld, 200 Euro als Beispiel. Aber für diese 200 kriegst du jetzt deutlich mehr Anzahl an Coins. Ja? Konzentriere dich erstmal auf der Anzahl der Coins. Später im nächsten Bullrun, dann kannst du Geld rausnehmen, dann kannst du Profite machen, dann kannst du Geld zählen. Jetzt konzentrierst du dich nur auf die Anzahl der Coins. Ja? Du hast überall gekauft und wenn das dann wieder nach oben geht, dann machst du super Rendite damit. Ja? Und wir wissen ja nicht, was durch die Decke geht. Deswegen kaufen wir einfach alles und für uns ist das das ganze, also Gesamtportfolio, die Gesamtportfolio-Rendite, das ist für uns wichtig. Wir wissen nicht, welcher Coin durch die Decke geht, ja? Und das weiß auch keiner. Und keiner weiß auch, wo der Boden ist. Wir gehen jetzt vielleicht auf 25.000, 24.000, im schlimmsten Fall sogar vielleicht auf 20.000, das weiß keiner. Ja? Selbst Warren Buffett macht Fehler, der hat irgendwie Alibaba für 150 gekauft, jetzt sind die bei 80 und so weiter. Das weiß keiner, ja? Wirklich kein Mensch weiß, wo der Markt hingeht. Aber wenn du eine Strategie hast und diese 5 Punkte beachtest, die ich im Video genannt habe, dann wirst du langfristig hier Geld verdienen. So. Wie gesagt, ich bin schon ein paar Jahre im Kryptomarkt und das hier, das ist ganz normal, dass Bitcoin jetzt um 50 oder sogar mehr Prozent korrigiert. Ja, 61% ist jetzt die Korrektur. Wenn wir jetzt rauszoomen, du siehst, langfristig sind wir immer noch in einem Aufwärtstrend und ich investiere sowieso langfristig. Ich kann das hier verlieren, aber ich kann auch das hier gewinnen. Ja, wenn du Geld investierst, dann nur das, was du über hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht das letzte Geld. Ganz, ganz wichtig. Ja, Leute, ich hoffe, du hast aus diesem Video auf jeden Fall was mitgenommen und schau dir nochmal diese beiden Videos an. Die sind wirklich gut und das habe ich ja schon letztes Jahr gemacht, 21. Da waren wir noch ganz, ganz weit oben und hier meine Prognose war ja auch gar nicht so schlecht. Wir haben einen zweiten Peak und dann geht's runter. Naja, schau dir auf jeden Fall dieses Video vielleicht nochmal an und die beiden Videos von mir auch und lerne einfach was über Bitcoin, über die Blockchain, wie das alles funktioniert. Es ist sehr, sehr interessant und dann bist du auch viel, viel entspannter, weil dann weißt du, wo du dein Geld reingesteckt hast. Ja? Nicht in irgendein Hype-Projekt, was in 2 Jahren gar nicht mehr da ist, in die Blockchain, in Bitcoin und so weiter. Ja. Ich denke, das war ein sehr, sehr informatives Video und wenn du das auch so siehst, dann like bitte dieses Video, abonniere den Kanal und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Ciao!